Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 1. März 2018. Das bundesweit erste Mordurteil gegen Raser ist aufgehoben. Der Bundesgerichtshof gab am Donnerstag in Karlsruhe der Revision zweier Männer statt, die nach einem illegalen Autorennen vom Landgericht Berlin zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt worden waren. Die beiden damals 24 und 26 Jahre alten Männer waren in der Nacht zum 1. Februar 2016 auf dem Kurfürstendamm im Stadtzentrum mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, rasten über 11 Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln und fuhren dabei einen Mann tot. Aus Sicht des Landgerichts hatten die Raser den Tod anderer billigend in Kauf genommen, um zu gewinnen und mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Der BGH sah einen Vorsatz nicht belegt und wies die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Die beiden Raser können nun auf eine wesentlich mildere Strafe hoffen. Der Bundestag hat am Donnerstag einstimmig die Einsetzung eines AMRI-Untersuchungsausschusses beschlossen. Nach den Parlamenten in Berlin und Nordrhein-Westfalen sollen jetzt auch auf Bundesebene Versäumnisse der Behörden im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz untersucht werden. Bei dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland waren am 19. Dezember 2016 12 Menschen getötet und viele Dutzend verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri war mit einem gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Der Tunesier wurde einige Tage später auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen. Im März ist in dem Ausschuss zunächst ein Gespräch mit Anschlagsopfern und Hinterbliebenen geplant, gemeinsam mit dem Opferbeauftragten Beck. In der zweiten Märzhälfte und im April sind 3 Sachverständigenanhörungen vorgesehen, unter anderem mit Islamismus-Experten. Im Mai sollen schließlich die Zeugenvernehmungen beginnen. Die Bau- und Immobilienbranche fordert eine engere Zusammenarbeit sowie mehr Engagement von Bund, Ländern und Kommunen beim Wohnungsbau. Nötig sei eine große Koalition dieser 3 Ebenen und eine nationale Offensive, die der Bund koordinieren müsse, sagte Mieterbundchef Lukas Siebenkotten bei einem Branchengipfel des Verbändebündnisses Wohnungsbau in Berlin. Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft, Axel Gedaschko, erklärte, die Länder müssten sich zum Beispiel auf Typengenehmigungen einigen, da in den Kommunen Kapazitäten für die Ausstellung von Baugenehmigungen fehlten. Im Moment ist es ja in Deutschland so, wenn wir ein Gebäude haben, was einmal genehmigt wurde bei einem Landkreis beispielsweise, ist es nicht möglich, dass man das gleiche Gebäude ohne großartige Prüfung in einem anderen Landkreis einfach nochmal baut. Dann geht alles nochmal los. Man stellt sich beim Auto mal vor, jeder müsste sein Auto komplett neu zulassen. Ist eigentlich Wahnsinn, aber dieser Wahnsinn mit Methode wird in Deutschland gepflegt. Vom Bund fordern die Verbände, Bauland günstig an Länder und Kommunen abzugeben. Insgesamt sehen sie das klare Bekenntnis zum Wohnungsbau im Koalitionsvertrag positiv. Berlins Kältebusse waren in den vergangenen Frostnächten stark nachgefragt. Allein am Mittwochabend hätten sich etwa 120 Anrufer gemeldet. An normalen Abenden seien es nur 25 bis 30, sagte eine Sprecherin der Berliner Stadtmission am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Die Teams an Bord der Kältebusse seien kaum noch hinterhergekommen. Deshalb sei es wichtig, dass Bürger Obdachlose vor einem Anruf fragen, ob diese überhaupt Hilfe brauchen. Unterdessen kündigte die Senatsverwaltung für Soziales an, einen weiteren Kältebus zur Verfügung zu stellen. Danach wurde am Donnerstag ein Fahrzeug des Fuhrparks des Senats vorübergehend zu einem Kältebus umfunktioniert. Und wir kommen zum Sport. Die Eisbären Berlin haben sich mit einem 3:2 Heimsieg gegen den amtierenden deutschen Meister aus München aus der Olympiapause zurückgemeldet. Am Mittwochabend gewannen die Spieler von Trainer Uwe Krupp mit den deutschen Olympiahelden Jonas Müller, Frank Hördler und Marcel Nöbels in der Mercedes-Benz Arena gegen den Tabellenführer der deutschen Eishockeyliga. Die Treffer für den Tabellendritten erzielten James Shepard, Mark Ulver und Sean Beckmann. Vor dem DEL-Spitzenspiel stand in der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof noch einmal die Olympiasensation der deutschen Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Die Eisbären ehrten ihre Silbermedaillengewinner Marcel Nöbels, Jonas Müller und Frank Hördler. Die Münchner verzichteten hingegen auf ihre 7 Nationalspieler und ersetzten sie durch Nachwuchskräfte.
Die Wasserfreunde aus Spandau haben am Mittwochabend einen weiteren wichtigen Sieg in der Champions League gegen Steaua Bukarest und damit weitere 3 Punkte auf dem möglichen Weg zum Final Eight in Genua eingefahren. Die Mannschaft startete etwas verunsichert in die ersten 2 Viertel, nutzte ihre Chancen nicht wirklich und spielte insgesamt zu verhalten. Steaua hingegen nutzte seine Möglichkeiten konsequent und konnte somit mit einer 2-Tore-Führung in die Halbzeit gehen. Im dritten Viertel wirkten die Hausherren um Kapitän Marco Stamm erheblich konzentrierter, arbeiteten aktiver in der Abwehr und begannen im Angriff ihre Chancen zu nutzen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass man erheblich besser auf das Tor der Gäste warf und folgerichtig dann auch die nötigen Treffer erzielte. So konnte man das dritte Viertel mit 7:3 Toren gestalten und führte nach 3 Vierteln mit 9:7. Im letzten Viertel versuchte es Bukarest noch einmal, mehr als ein 2:2 sprang aber nicht heraus, sodass die Wasserfreunde am Ende mit 11:9 siegreich waren. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es sternenklar und es wird noch einmal richtig kalt bei Tiefstwerten um die minus 13 Grad. Und auch am Freitag stehen wir noch unter Hochdruckeinfluss und erleben einen wolkenlosen Hauptstadthimmel mit Tageshöchstwerten um die minus 6 Grad. Und der Ausblick: In den kommenden Tagen nimmt die Wolkenlage wieder deutlich zu. Der Sonnabend fällt noch recht frostig aus mit Tageshöchstwerten um die minus 5 Grad. Zudem frischt der Wind auf und weht teils kräftig aus östlicher Richtung. Am Sonntag liegen die Höchstwerte dann schon bei minus 1 Grad. Gegen Abend kann es auch leichte Schneeschauer geben. Am Montag schafft es das Quecksilber sogar wieder in den positiven Bereich und erreicht bis zu 4 Grad. Dabei ist es mäßig bewölkt. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.